So, hallo alle zusammen. Heute gibt es die nächste Folge von Wer gewinnt das Duell? Und der heutige Vorschlag kam auch wieder von einem Zuschauer, dieses Mal von Jan Meyer. Du hast geschrieben, kannst du mal ein Duell zwischen den Luftpiraten und Prime Empire machen? Würde mich freuen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Idee, das werden wir heute machen. Falls ihr auch Vorschläge für weitere Duelle habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, was wären coole Duelle oder was für Duelle würdet ihr gerne sehen? Schreibt es mal unten rein. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal kurz die Karten, die heute antreten werden. Starten wir mal mit den Karten hier von Prime Empire. Die Karten sind jetzt alle von Serie 5. Da haben wir einmal eine limitierte Karte mit Unagami, dann noch eine Ultra-Karte, auch von Unagami, dann drei Spezialfolienkarten, also einmal hier die Neon-Karte, dann hier die Spezialfolienkarte Mächtiger Unagami und Mächtiger Tsushimi und dann noch sieben Basiskarten mit Unagami, Tsushimi, Richie, Horstner, Harumis Avatar, Ultraviolet und böses Team Prime Empire. So haben wir auf dieser Seite insgesamt 12 Karten und auf der anderen Seite hier bei den Luftpiraten, da haben wir auch 12 Karten. Da habe ich die meisten Karten von der Serie 1, aber zwei Karten sind noch mit dabei von der Serie 7. Das ist einmal hier die limitierte Karte, legendärer Nadakan, die ist also aus der aktuellen Serie. Dann Ultra Nadakan, der ist dann wiederum aus Serie 1 und legendärer Nadakan, der ist dann wiederum aus der Serie 7 und alle Karten, die jetzt noch kommen, wie Team Luftpiraten, Nadakan und so weiter, die sind dann alle aus der Serie 1. Und hier habe ich dann ebenfalls nochmal 7 Basiskarten. Wie gesagt, dass wir eben auf beiden Seiten jeweils 12 Karten haben. Das heißt, wir spielen heute 12 Runden und ich mische als erstes mal die Karten ein bisschen durch und dann starten wir gleich mal mit der ersten Runde. Also ich bin echt mal gespannt, welche Seite heute dieses Duell gewinnen wird. Ich drücke den Luftpiraten mal die Daumen, wobei es für sie wahrscheinlich schwierig wird, weil ja die meisten Karten von der Serie 1 hier mit dabei sind. Aber hier bei den Duellen, da entscheidet natürlich auch sehr viel das Glück. Und vielleicht schaffen die Luftpiraten ja hier den Sieg, wer weiß. Ihr könnt mir natürlich gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, welche Seite wird eurer Meinung nach dieses Duell gewinnen oder welcher Seite drückt ihr die Daumen. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch gleich mal mit Runde Nummer 1. Heben wir noch einmal kurz ab. So, und dann geht's los mit Runde Nummer 1. In der Runde Nummer 1 vergleichen wir ja den Tempowert. Schauen wir mal, wen wir bei Prime Empire haben. Hier haben wir eine Basiskarte von Unagami mit einem Tempowert von 42. Das ist leider nur der drittstärkste Wert der Karte und ist schon mal ein guter Ausgangswert für die Luftpiraten, um vielleicht den ersten Punkt zu holen. Hier haben wir, ja, Buko mit einem Wert von 47 im Tempo. Er ist also 5 Punkte besser und er schlägt hier Unagami und holt den ersten Punkt für die Luftpiraten. Sie gehen also mit 1:0 in Führung. Und wir machen gleich weiter mit Runde Nummer 2 und vergleichen den Angriffswert. Bei Team Prime Empire haben wir einmal böses Team Prime Empire, das passt ja, aber nur mit einem Angriffswert von 22, das ist richtig schlecht. Diese Karte hat einen guten Abwehrwert und einen guten Tempowert, aber hier im Angriff und in der Power ist diese Karte wirklich schlecht mit 22. Ich glaube, das könnte sogar dann der nächste Punkt für die Luftpiraten werden. Oh nee, hier haben wir ein Unentschieden. Hier haben wir Monkey Ratch ebenfalls mit einem Angriffswert von nur 22. Und die Regeln besagen ja, bei einem Unentschieden wird der nächste Wert, der dann an der Reihe dann dran ist, verglichen. Das ist der Powerwert und da hat Monkey Ratch einen Wert von 73 und böses Team Prime Empire eben nur einen Wert von 22. Und das heißt, auch der nächste Punkt geht auf die rechte Seite zu den Luftpiraten. Sie führen damit schon mit 2:0. Aber vielleicht holt ja Team Prime Empire in der nächsten Runde den ersten Punkt. Wir kommen auf jeden Fall zur Runde Nummer 3 und vergleichen den Powerwert. Bei Team Prime Empire haben wir jetzt hier die Neon-Karte mit fieser Unagami und einem Tempowert von nur 27. Also diese Karte hätte eine Runde vorher kommen sollen. 27, das ist wieder ein sehr, sehr schlechter Ausgangswert für das Team Prime Empire. Schauen wir mal, wen wir hier bei den Luftpiraten haben. Oh, dieses Duell passt aber auch irgendwie ziemlich cool. Die beiden Oberbösewichte hier, Unagami und Nadakan, treten gegeneinander an. Und legendärer Nadakan, das ist ja eine Karte aus der Serie 7, also aus der aktuellen Serie. Und er hat auch den höchsten Wert in der Power, nämlich 99. Und das heißt, auch der nächste Punkt geht auf die rechte Seite zu den Luftpiraten. Damit steht es 3:0. Jetzt wäre es natürlich mal schön für die Spannung, wenn das Team Prime Empire auch mal einen Punkt holen würde. Wir kommen auf jeden Fall zur Runde Nummer 4 und vergleichen den Abwehrwert. Bei dem Team Prime Empire haben wir jetzt Unagami, und zwar die limitierte Karte mit einem Abwehrwert von 108, also der höchste Wert der Karte. Das sollte, denke ich mal, schon reichen, um hier den Punkt zu holen. Schauen wir mal, wen wir hier drüben haben. Oh, ja, auch wieder ein cooles Duell. Hier die beiden limitierten Karten gegeneinander. Unagami aus der Serie 5 dann eben, also aus der Sammelkartenserie 5. Und legendärer Nadakan aus der Sammelkartenserie 7, also aus der aktuellen Serie.
Nada Khan hat jetzt aber hier bloß einen Abwehrwert von 50. Das ist der schlechteste Wert der Karte. Und Onagami hat, wie gesagt, den höchsten Wert mit 108. Und das heißt, Team Prime Empire verkürzt. Es steht nur noch 3:1 für die Luftpiraten. Und vielleicht verkürzt das Team Prime Empire ja in der nächsten Runde noch weiter. Wir kommen zur Runde Nummer 5 und vergleichen den Tempowert. Hier haben wir jetzt die nächste Basiskarte von Prime Empire, Harumis Avatar, mit einem Tempowert von 29. Also die Basiskarten sind echt nicht so gut aus der Serie 5. Also hier ja 29, 27, 25, das sind nicht so gute Werte. Nur hier in der Power mit 88 wäre Harumis Avatar richtig stark gewesen. Aber mal schauen, ob 29 im Tempo reichen kann gegen eine andere Basiskarte vielleicht. Ja, hier haben wir zwar eine andere Basiskarte mit Flintlock, aber er hat jetzt einen Tempowert von 65. Hier hätte Harumis Avatar nur im Angriff oder in der Power gewonnen, aber 65 ist halt deutlich besser im Tempo als die 29 von Harumis Avatar. Und das heißt, die Luftpiraten vergrößern den Vorsprung wieder auf 4:1. Für die Spannung wäre es natürlich auch gut, wenn das Team Prime Empire jetzt den ein oder anderen Punkt holen könnte. Wir kommen auf jeden Fall zur Runde Nummer 6 und vergleichen den Angriffswert. Beim Team Prime Empire haben wir wieder eine Basiskarte, und zwar Ultra Violet mit einem Angriffswert von nur 27. Auch wieder ein sehr schlechter Wert. Diese Karte hätte eine Runde vorher kommen müssen mit 85. Da hätte sie dann gegen Flintlock gewonnen. Aber mit 27, das wird wieder sehr, sehr schwierig. Und es reicht auch nicht. Hier haben wir zwar auch eine Basiskarte bei den Luftpiraten, und zwar Squiffy mit einem Angriffswert von 45. Das ist auch der schlechteste Wert der Karte. Aber es ist halt trotzdem noch besser als hier die Basiskarte von Ultra Violet. Und das heißt, auch der nächste Punkt geht auf die rechte Seite zu den Luftpiraten. Damit steht es 5:1. Und das hätte ich ehrlich gesagt vorher nicht erwartet, dass es ja so eindeutig wird. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt Prime Empire die nächsten paar Punkte holt, damit es eben ein bisschen spannender bleibt. Wir kommen zur Runde Nummer 7 und vergleichen den Powerwert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier haben wir die nächste Basiskarte von Horstner mit einem Powerwert von 49. Das ist immerhin mal der zweitstärkste Wert der Karte. Mal schauen, ob das reichen kann. Leider nicht auf der rechten Seite, aber eine sehr, sehr coole Karte mit Nada Khan. Eine Karte aus Serie 1 mit einem ziemlich coolen Hintergrundeffekt. Also sieht ein bisschen aus wie zerbrochenes Glas, das auch so einen leichten Regenbogeneffekt hat. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Und Nada Khan hat jetzt auch einen Powerwert von 67. Das ist auch wieder besser als eben die 49 von Horstner. Und auch, das heißt auch, dieser Punkt geht auf die rechte Seite. Damit steht es 6:1. Und das heißt auch, dass die Luftpiraten auf jeden Fall schon mal mindestens ein Unentschieden sicher haben. Sollte jetzt das Team Prime Empire die letzten 5 Runden gewinnen, dann steht es 6:6 unentschieden. Ich würde aber sagen, wir machen trotzdem noch alle Runden fertig. Vielleicht endet es ja am Schluss mit 11:1, wer weiß. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit Runde Nummer 8 und vergleichen den Abwehrwert. Bei dem Team Prime Empire haben wir Mächtiger Tsushimi mit einem Abwehrwert von 49. Auch diese Karte mit einem Abwehrwert von 94. Entschuldigung, ich war gerade eins weiter vorne. Und 94 ist auf jeden Fall der höchste Wert der Karte. Und das kann reichen, um den nächsten Punkt oder den zweiten Punkt für Team Prime Empire zu holen. Aber ich sehe schon Ultra Nada Khan auf der anderen Seite mit einem Wert von 103. Auch eine sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen. Also die Ultra-Karte aus der Serie 1 und ein Abwehrwert von 103. Das reicht halt auch, um hier Mächtiger Tsushimi zu schlagen. Und das heißt, dieses Duell haben die Luftpiraten schon mal gewonnen. Es steht 7:1, aber wie gesagt, machen wir die anderen Runden noch fertig. Wie gesagt, vielleicht steht es am Ende ja dann 11:1. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zur Runde Nummer 9 und vergleichen den Tempowert. Drücken wir mal Team Prime Empire die Daumen, damit sie noch ein paar Punkte holen. Aber hier auch wieder Tsushimi mit einem Tempowert von 25. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Oh doch, es reicht. Okay, das ist jetzt doch überraschend. Auf der anderen Seite haben wir Dogshank mit einem Tempowert von 61. Ich wusste gar nicht, dass sie nicht besonders schnell ist. Also sie ist auf jeden Fall sehr stark, also Power 48 und Angriff 75 ist gut, aber Tempo halt 16. Hätte ich nicht erwartet, aber auf jeden Fall cool, dass das Team Prime Empire hier doch noch einen Punkt holt und damit steht es nur noch 7:2. Und vielleicht gewinnt Prime Empire ja die letzten 3 Runden, dann würde das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aussehen, wie es eigentlich doch ist. Wir kommen jetzt zur Runde Nummer 10 und vergleichen den Angriffswert beim Team Prime Empire. Oh, haben wir Richie mit einem Angriffswert von 64, der höchste Wert der Karte. Das kann reichen. Schauen wir mal, wen wir hier drüben haben. Ah, es reicht leider nicht. Hier haben wir jetzt schon mal den höchsten Wert der Karte, aber auf der anderen Seite haben wir da Blun mit einem Angriffswert von 67, der eigentlich nur zweitstärkste Wert der Karte, aber der ist halt trotzdem noch besser als der Wert von Richie. Damit steht es 8:2 und ich hätte wirklich nicht gedacht,
dass die Karten von Serie 1 doch besser sind als die Karten von Serie 5. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit der nächsten Runde, mit Runde Nummer 11 und vergleichen den Powerwert. Schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Hier haben wir mächtige Onagami mit einem Powerwert von 61. Leider auch wieder der schlechteste Wert der Karte, aber gegen eine Basiskarte kann das reichen. Schauen wir mal. Hier haben wir auch noch zwei Karten. Hier haben wir einmal Clancy, aber auch hier die Basiskarte ist halt in der Power besser als mächtiger Onagami mit 66. Aber man muss auch sagen, also Team Prime Empire hat wirklich Pech. Diese Karte wäre in jedem anderen Wert besser gewesen als Clancy, nur eben nicht im Power-Wert. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, in diesen Duellen entscheidet halt sehr viel das Glück. Und man muss wirklich sagen, Prime Empire hat nicht besonders viel Glück. Jetzt steht es 9-2 und wir kommen zur letzten Runde, zur Runde Nummer 12 und vergleichen nochmal den Abwehrwert. Ja, hier haben wir jetzt noch die Ultra-Karte Ultra Onagami mit einem Abwehrwert von 108, also auch wieder der höchste Wert der Karte. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ja, hier auf der anderen Seite haben wir noch das Team Luftpiraten mit einem Abwehrwert von 65. Und das heißt, der letzte Punkt geht dann doch noch auf die linke Seite. Und damit haben wir ein Endergebnis von 9-3 für die Luftpiraten. Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass die Luftpiraten so eindeutig gewinnen. Also ich habe ihnen zwar die Daumen gedrückt, aber ich dachte halt, dass die Karten von Serie 1 doch ein bisschen schlechter sein sollten als die Karten von Serie 5. Aber man muss, wie gesagt, auch sagen, das Team Prime Empire hat sehr viel Pech gehabt in diesem Duell. Aber in diesen Duellen gehört natürlich auch ja, Glück und Pech dazu. Deswegen ja, ein eindeutiges Ergebnis hier für die Luftpiraten 9-3. Nochmal Glückwunsch dafür. Wie gesagt, wenn ihr auch Vorschläge für weitere Duelle habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.